Herzlich willkommen zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ja, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück, liebe Rätselfreunde und Freunde des Rätsels. Ich habe keine Ahnung, was das hier eigentlich soll, aber egal, denn es macht Spaß. Wir spielen weiter hier im Molandry Express. Wir haben in der letzten Aufnahme, weiß ich noch, hier den Doran Humps gekriegt, den Harry. Und ich habe versprochen, das weiß ich noch, mir den erstmal anzugucken. Ja. Räuspern. Hilf deinem vollschlanken Hamster, mit allerlei kuriosen Objekten endlich wieder in Form zu kommen. Deine gesammelten Hilfsmittel zur Hamsterertüchtigung findest du am oberen Rand des Touchscreens. Berühre ein beliebiges Objekt und führe es abwärts, um es in der Hamsterkiste zu platzieren. Der Hamster reagiert auf alles, was 3 Felder oder weniger von ihm entfernt liegt. Bei 4 Feldern oder mehr wird er gar nicht reagieren, also achte gut darauf, wo du was platzierst. Berühre ein Objekt, um seine besonderen Eigenheiten zu erfahren. Nutze diese Eigenheiten aus, um dem Hamster so viel Auslauf wie möglich zu verschaffen. Sobald du die Objekte verteilt hast, tippe auf Bewegung, um den Hamster loslaufen zu lassen. Jedes Mal, nachdem der Hamster auf ein Objekt reagiert hat, verschwindet es aus der Kiste. Der Hamsterdrill ist zu Ende, wenn alle Objekte fort sind oder wenn der Hamster nichts mehr findet. Immer wenn der Hamster die jeweils angezeigte Zahl der Schritte erreicht, wird er ein bisschen fitter. Wenn du deinem Hamster wieder zu seiner Idealfigur verhilfst, passiert etwas Wunderbares. Ja, hier steht's, Harry, Level 5 ist der gerade, Sumo. Baue eine Trainingsstrecke. Ziel 8, Rekord 0. Bewegung! Die ganze Chose mit dem Bewegen, das ist nicht meins. Na, essen! Yeah, 3 Schritte! Harry ist 3 Schritte gelaufen und hat sein Ziel nicht erreicht. Schade. Ja, der hat ja auch noch nicht mehr Essen. Du dummes Gerät hier. Laytons Notizen. Des Doktors Wohnung. Heute erhielt ich ein Schreiben von Dr. Schrader, meinem verehrten Freund und Mentor. Der gute Doktor schreibt, er sei eines Reliks habhaft geworden, das auch als Schatulle der Pandora bezeichnet wird. Der Inhalt des Briefes konsterniert mich zutiefst und ich mache mir Sorgen um Dr. Schraders Wohl. Ich will ihm einen Besuch abstatten, um nach dem Rechten zu sehen. Express der Träumer. In Ermangelung jeglicher anderer Spuren und Anhaltspunkte haben Luke und ich beschlossen, in Dr. Schraders Wohnung gefundene Fahrkarte für einen Ausflug mit dem Molandry Express zu nutzen. Ich vermute, dass auch der arme Doktor bereits eine Fahrt in jedem Zug unternommen hat. Leider weiß ich jedoch nicht, wohin diese Reise führt. Platznot im Speisewagen. Meine Erwartungen entsprechend fanden wir den Speisewagen des Molandry Expresses überaus gut besucht vor, was für Luke und mich eine längere Wartezeit bedeutet. Der Kellner hat uns empfohlen, den Ansturm zur Mittagsstunde auf der Zugterrasse auszusitzen, die sich am Ende des Zuges befindet. Ein patenter Ratschlag, wie ich finde. Ja, und da müssen wir jetzt hin. Hier zur Zugterrasse, aber vorher reden wir mal mit diesem freundlichen Madel hier. Sally. Herzlich willkommen im Molandry Express, werte Fahrgäste. Darf ich Ihnen eine kühle Erfrischung oder eine herzhafte Knabberei servieren? Oh nein, danke. Etwas zu knabbern wollen wir eigentlich gerade nicht. Pah, hätte ich mir ja denken können. Und dabei war das mein schönstes Servierlächeln.
Naja, seit wir diesen protzigen Speisewagen haben, will eh keiner mehr meine Knabberknarre an. Bei der Konkurrenz werde ich ja nicht mal eine Tasse Tee los. Die ist ja langweilig. Es dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis ich Feierabend habe. Habt ihr Lust, ein Rätsel für mich zu lösen? Nein. Süße Träume. Oha, das ist geil. 15 Piraten. Ein Rätsel für Schleckermäuler. Du solltest diesen einladenden Stab Pfannkuchen vom linken auf den rechten Teller befördern. Doch kein Rätsel ohne Regeln. Erstens, es darf stets nur ein Pfannkuchen auf einmal bewegt werden. Zweitens, es darf kein Pfannkuchen auf einem kleineren gelegt werden. Bewege die Pfannkuchen so oft du willst. Du darfst auch den mittleren Teller verwenden. Das ist ein super Rätsel. Das kenne ich auch von anderswo noch her. Das ist eigentlich relativ einfach. Den dahin, den dahin, den dahin, den dahin, den dahin, den dahin und den dahin. Yes. Ob das stimmt? Klar stimmt das. Haha, Kinderspiel! Ein Augenschmaus. Talentierte Tüftler lösen dieses Rätsel in 7 Zügen. Genau wie ich. Bei dieser Knobelei handelt es sich um eine Variante der Türme von Hanoi. Dieses Rätsel, der Türme von Hanoi. Dieses Rätsel wurde vor mehr als einem Jahrhundert von einem französischen Mathematiker erfunden. Die Türme von Hanoi. Oh, oui, oui. Du bist ja ganz schön auf Zack, Kleiner. Na dann, unser nächster Halt ist ja dieses entsetzliche Kuhdorf Dropstone. Stinklangweilig. Wäre für das Kaff doch noch geschmeichelt. Ich weiß echt nicht, wieso wir da Halt machen. Aber das gehört wohl zum Job. Manchmal ist es eben total öde. Ah, ist das öde. Wie geht's rein? Es ist wohl gerade niemand da. Versuchen wir es später nochmal. Wie lang dieser Zug auch ist. Nein, die Rätselhütte. Professor, die Hütte da, kommt die Ihnen nicht auch bekannt vor? Oh ja, das sieht ganz so aus wie das Zuhause von... du weißt schon, oder? Ja, ich hoffe, die liebe Oma wird uns auch diesmal... auch diesmal wieder helfen. Also wer Professor Layton noch nicht kennt, das ist eine Rätselhütte und die verschwundenen Rätsel, die man irgendwann im Laufe des Spiels so verloren gehen, also die Screens, die man zum Beispiel nicht mehr erreicht, die Rätsel, die werden dann in der Hütte hier gespeichert und man kann die dann weiter lösen. Und ich bin noch auf der Suche nach einer Hinweismünze. Sieht nicht so aus. Aha. Layton, was für eine hübsche Zugterrasse. Es ist wirklich toll hier. Herrlich, diese frische Brise. Und diese majestätische Aussicht. Und diese, ich meine, sieh mal, Luke, erkennst du den See dort in der Ferne? Oh ja, wie schön man den blauen Himmel darin erkennt. Weißt du, diese phänomenale Aussicht erinnert mich an ein originelles kleines Rätsel. Wie wär's? Möchtest du es einmal versuchen, Luke? Rätsel Nummer 11. Lauter Bäume. Nein, nicht so ein Rätsel. Der Wald, den Luke und der Professor vom Zug aus bestaunen, besteht aus 4 verschiedenen Baumarten. Kannst du das Baumviereck unten so aufteilen, dass es in jedem Abschnitt ein Baum von jeder Art steht? Zeichne deine Trennlinie, indem du den Touchpen entlang der Linie bewegst. Scheiße, ich hasse diese Rätsel. Ich hasse sie wie die Pest. Nee. Oder das könnte... Nee, das können wir gleich vergessen. Vielleicht erstmal die hier. Nee.
das könnte hinpassen. Das könnte auch passen. Passt's? Kahler Baum, buschig hier, Apfel, Tanne. Kahler Baum, buschig, Tanne, Apfel. Kahler Baum, hier dieses Buschwerk hier, Tanne, Apfel. Ich glaube, das ist es. Ja, ha, dies ist es. Ob das stimmt? Natürlich stimmt das. Nur Leighton's Lehrling. Ja, und der Fridge. Wundervoll, wie schön noch eine grüne Aussicht sein kann. Schön. Ganz genau, sehr gut gemacht. Haben Sie etwa etwas anderes erwartet, Professor? Ach, es ist wirklich schön hier. Ich könnte ganz vergessen, dass wir noch diese Schatulle suchen. Ich kann nicht verstehen, Luke, aber die Schatulle steht mit dem Tode von Dr. Schrader in Verbindung. Und egal wie, ich werde dieses Mysterium lösen. Da bin ich mir sicher. Nun, so langsam kennen wir uns in diesem Zug schon ganz gut aus. Ich finde, es ist an der Zeit, richtig mit den Ermittlungen zu beginnen. Verstanden, Professor. Los geht's. Luke und der Professor beschließen, und Professor Leighton beschließen, sich im Zug umzusehen. Na, Müll! Sieh nur, irgendwer hat einfach seinen Müll hier liegen lassen. Manche Leute haben einfach kein Benehmen. Ein wahrer Gentleman achtet stets auf Sauberkeit, selbst wenn andere Leute schuld sind. Wollen wir etwas? Nein, wir wollen da nicht aufräumen. Rätsel 22, ab in die Tonne 1. 45 Megarad! Oh nein! Ein Schieberätsel. Räuspern und los geht's. Weg mit dem Dreck. Räum den Müll in die Mülltonne, wo er hingehört. Verschiebe die Blöcke, die den Weg versperren, und bewege den Unrat bis in die Mülltonne am unteren Bildschirmrand. Ich würde jetzt einfach mal hier so anfangen. So. Dann können wir den Müll hier... Nee. So. Das haut nicht hin. Wäre auch zu schön gewesen. Ach, ich hasse diese Rätsel. Hallo? Ich raste aus. So, dann haben wir das schon mal da oben. Ich glaube, das ist schon mal ein Vorteil. So, ich glaube jetzt läuft's aber. Hoffe ich. Also, dachte ich zumindest. Ich meine, es hätte ja die Möglichkeit bestanden, aber... Nee, ich glaube, wir müssen es irgendwie schaffen. So, dann haben wir den groben Klotz hier jetzt schon mal beiseite. So. Ah, nein! Das klappt nicht. Thank you.
Fuck. Oh, Entschuldigung. Aber... Oh, ja, es 179 Züge. Läuft doch. Ach, jetzt hängt dieser... Der bleibt mal noch da. Jetzt haben wir wieder das Spiel wie vorhin. Ach, das ist doch eigentlich noch relativ simpel, das Rätsel hier. So, ha, Kinder, ich hab's, ha, ja, endlich. Kein Rätsel ohne Lösung. Es tut mir leid, wenn ich zwischendurch dann mal so ein bisschen still war. Löst jedes Rätsel. Aber es ist dann so, dass man sich dann automatisch konzentriert und dann einfach die Klappe hält. Besenrein, so muss das sein, denkt daran, Abfall gehört in den Eimer, halte unsere Straßen sauber. Sonst kommt, Sportakus. Nee, Quatsch. So, jetzt ist die tolle Aussicht wieder müllfrei. Wunderbar, Luke. Egal wo nach dem Aufräumen. Egal wo nach dem Aufräumen sieht jeder Ort doch gleich mal so schön aus.